Mecklenburg-Vorpommern ist finanziell arm, aber reich an Natur. In dieser Idylle im Naturpark Mecklenburgische Schweiz und Kumarower See plant ein junger Unternehmer eine hochmoderne Hähnchenmastproduktion. Hähnchenfleisch wird immer beliebter, aber auch immer billiger. Der Preiskampf geht auf Kosten der Tiere. In nur 5 Wochen werden sie bis zur Schlachtreife gemästet. Diese Aufnahmen entstanden in einer deutschen Anlage nach US-amerikanischem Vorbild mit bis zu 84.000 Tieren. Eine Anlage dieser Größenordnung soll in der unberührten Natur Mecklenburgs gebaut werden. Diese Menschen trotzen dieser Entwicklung. Sie wollen die Landschaft retten, in der sie leben und die sie lieben. Die kleine Bürgerinitiative Hähnchenmast Bergfeld, nein danke, stemmt sich gegen die Hähnchenmastanlage. Wir haben uns im Herbst zusammengefunden, nachdem wir davon erfahren haben, um uns einzusetzen für die Rechte der Bürger, die hier sind, für den Erhalt der wunderbaren Landschaft, der Tiere, der Amphibien, die hier in sehr vielen geschützten Arten leben, gegen die Tierquälerei, die in dieser Anlage stattfinden soll. 300 Meter gegenüber der geplanten Bräulerfabrik züchtet Ulrike Beseler Schafe und Pferde. In einer Landschaft, in der stark bedrohte Amphibien leben, wie etwa die Rotbauchunke oder der Kammmolch. Die sind ja jetzt nicht bedroht, weil die Anlage da steht. Aber die sind bedroht in ihren Wanderwegen. Und sie sind bedroht über den Eintrag von Stickstoff in die Gewässer. Bedroht wären auch Arbeitsplätze. Die Hähnchenmastanlage wird vielleicht einige Menschen in Lohn und Brot bringen. Doch wie viele würden ihre Jobs verlieren? Im Tourismus verzeichnet das Reiseland Nummer 1 jährlich zweistellige Wachstumsraten. Es ist der Reiz einer über Jahrhunderte sanft entwickelten Kulturlandschaft, der die vielen Touristen jedes Jahr anlockt. Gegenüber der geplanten Hähnchenmastanlage baut Landwirt Markus Böckermann ein pompös anmutendes Anwesen. Was sagt der stellvertretende Bürgermeister eigentlich zu den zahlreichen Protesten? Ich bin der Überzeugung, dass hier von Einzelnen die Thematik doch sehr hochstilisiert wird. Also ich bin oft auch in Hähnchenmastanlagen bereits gewesen, auch im Rahmen meiner Ausbildung und im Rahmen der Meinungsfindung zu dieser Sache. Und ich muss sagen, dass ich diese Theorie, dass also diese Tiere dort permanent nur leiden und es dort nur Leiden gibt in solchen Stellen, nicht nachvollziehen kann. Die Realität deutscher Hähnchenmast sieht aber so aus. Für Mecklenburg-Vorpommern könnte Bergfeld zu einem Präzedenzfall werden. Dem Land liegen zahlreiche Anträge für derartige Fleischfabriken vor. Die Bürgerinitiative in Bergfeld fürchtet, dass Markus Böckermann eine zweite Anlage plant, mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union. Thank you.